Das gibt per Zeitstrafe Lukas Schenk. Für mich nicht ganz klar. 2 Minuten Strafe gegen Wendy Künzel. Angeblich gestoßen. Muss natürlich geahndet werden, wenn es so war. Von mir aus, von meinem Platz her, konnte man es nicht genau erkennen. Und auch Wendy war wohl nicht ganz einverstanden mit der Entscheidung der Schiedsrichter. Mit Schwerin mit 5 gegen 6 in Unterzahl. Aber es hat auch in der ersten Halbzeit funktioniert. Kaum sage ich es, Ballverlust bei Berlin. Schwerin wieder im Angriff. Wieder Zeitspiel angezeigt von den Schiedsrichtern. Das heißt, muss eine Entscheidung kommen. Und diesmal genutzt die Situation. 2-3 Pässe raus zur Außen zu Steffi Dubel, die verwandelt zum 32-20. Nummer 19 von Berlin verkürzt noch einmal auf 21-32. Jetzt so knapp 2 Minuten vor Schluss kann man sagen, die Punkte bleiben in Schwerin. Auch das zweite Berliner Team hat gegen Schwerin keine Chance. Team Timeout genommen von Schwerin, der Trainer. Mal schauen, was er zu sagen hat. Ich möchte euch bitten, dass wir jetzt wirklich nicht mehr so viel Gegentore kassieren, ja? Dass wir wirklich den Vorsprung so auch dementsprechend halten. Wir spielen jetzt vorne Maja. Es möchte, dass die Außen wirklich außen sind. Ja? Linke Seite, rechte Seite, Eckbahn, links außen, die können raus. Ja? So, wir stehen im Spiel. Aber schön breit machen und dann geht das los, ja? Zieh nicht sperrt, ja? Kurze Ansage vom Trainer, die Außen in die Ecken, macht das Spiel nochmal breit. Diese Aktion war natürlich nicht von Erfolg gekrönt. Jennifer Kriegermann mit dem Fehlversuch. Abwehr im Kreis. Und somit 7 Meter Entscheidung für Berlin. Antritt die Nummer 2 gegen Steffi Susi Grimm. Und auch sie hält ihren dritten 7 Meter in diesem Spiel. Dreimal stand sie 1 gegen 1. Dreimal ist sie der Gewinner. Thank you.
Jetzt ist die Nummer 2 etwas sicherer im Abschluss. Er kürzt nochmal zum 22 zu 32. 30 Sekunden im heutigen Spiel, die noch zu absolvieren sind. Schwerin im Angriff. Die 2 Punkte bleiben hier. Vielleicht sehen wir jetzt nochmal eine kleine schöne Sache. Und vielleicht auch noch ein Tor. Ich denke nicht, es bleibt dabei. Es bleibt dabei. Benny Künzel mit dem letzten Wurfversuch des Spiels. 32 für 22 für Grünwald Schwerin gegen die Füchse Berlin. Lutz Weide und dann natürlich den Trainer Andreas Bartlau, Grün-Weiß, Füchse Berlin. Ja, war eine Begegnung, hat man sich immer auch mehr versprochen. War erste Halbzeit auch vielleicht mal Endergebnis Nummer 32-22, steht ja hinter uns noch. Erste Halbzeit fing gut an, kurz geführt, das war auch ein Hin und Her, konnte sich auch keiner absetzen. Dann Riss der Vorrei gemacht und dann konnte man sich nicht mehr erholen. Oder aus deiner Sicht mal, zweite Halbzeit, der Frage nachher nochmal richtig nach. Das Spiel selber haben wir in der ersten Halbzeit verloren. Der Start mit 2-1 für uns, da können wir uns nicht blenden lassen. Wir sind ja nicht ins Spiel gekommen. Wir haben nicht eine Spielerin gehabt, die ihr Leistungsvermögen abgerufen hat. Und das war komplett. Alle 13 Spielerinnen, die eingesetzt waren, waren heute eine Klasse schlechter als sonst. Man muss es anerkennen. Schwerin hat verdient gewonnen. Und da gibt es auch leider nicht mehr von unserer Seite aus zuzusagen. Der Schiedsrichter hat nicht Schuld gehabt. Der Gegner war nicht übermäßig stark. Er hat das runtergespielt, was wir an sich erwartet haben. Aber wir selber sind nicht ins Spiel gekommen. Und deswegen geht der Sieg auch in der Höhe leider völlig verdient nach Schwerin. Nochmal ganz kurz, ich meine, das waren viele Lattentreffer, Pfosten. Also das Ergebnis sagt aus meiner Sicht jetzt doch Schlimmeres aus, als ihr euch hier präsentiert habt. Ja, ist unkonzentriert. Wenn ich frei zum Wurf komme, egal von 7 oder 8 Metern, ich treffe nicht das Tor, dann ist das eine Unkonzentriertheit. Das ist ein Zeichen, dass wir nicht die Spannung hatten, die wir uns erhofft hatten. Ich habe die Mannschaft ja erst nach dem zweiten Spieltag übernommen. Wir haben gemeinsam jetzt 4 Siege errungen. Wir konnten mit breiter Brust hier auflaufen und davon war von Anfang an leider nicht zu merken. Und Schwerin hat uns mit ihrem Tempospiel den Schneid abgekauft. Die haben von unserem Fehler gelebt, von unseren Fehlern erster Halbzeit. Und dementsprechend war das relativ schnell entschieden. Und zweite Halbzeit haben wir nicht mehr geschafft, ranzukommen. Und dann ist es dahin geplätzt. War also nicht nur okay, dass sich keiner verletzt hat, muss man anerkennen und Schwerin hat gewonnen. Ich habe noch mal hier geguckt, vorm Spiel war ja Grün-Weiß-Schwerin auf Tabellenplatz 3, hat sich jetzt verbessert auf den zweiten und ihr wart vorher auf Platz 4, habt euch jetzt dementsprechend verschlechtert auf Platz 6, seid aber punktgleich mit 3 anderen Mannschaften. War das vorm Spiel bekannt, war der Druck zu groß oder habt ihr da drüber gar nicht diskutiert? Wir haben gar nicht darüber diskutiert, weil wir haben gemeinsam, seitdem ich da bin, 4 Spiele gewonnen, deutlich gewonnen. Wir haben Mecklenburg geschlagen zu Hause, wir haben den anderen Spitzenreiter mit OSC Frenau geschlagen. Und da brauche ich mich nicht verstecken, wenn ich nach Schwerin fahre. Und wenn ich dann so eine Leistung bringe, dann darf man als Trainer berechtigterweise angefressen sein. Und die Ausgangssituation war vorher klar. Wenn wir gewinnen, verbessern wir uns weiter nach oben oder bleiben stehen. Okay, Lutz, ich hoffe, die, wie sagt man,
wiegt nicht zu lange die Enttäuschung. Es geht ja immer weiter im Sport und nächste Heimspiel steht ja dann sicherlich auch an. Am nächsten Wochenende kommt Frankfurt-Oder, da wird es sowieso schwierig. Also da wünschen wir euch natürlich viel Glück. Danke, ja. Und ob wir in der Lage sind, das Spiel von heute abzuhaken. Wobei, für mich ist wichtiger, danach geht es nach Oranienburg. Das habt ihr hinter euch, das Spiel. Da sage ich, muss ich wieder punkten. Gegen Frankfurt kann man verlieren. Man kann auch auswärts hier verlieren, aber nicht so, wenn man sich so präsentiert. So, sage ich erstmal Dankeschön bis hierhin an Lutz. Ja, Andreas, wir haben schon viele Sachen gehört. Tore waren genug da, haben wir auch erzielt. Zweite Halbzeit haben wir aber auch mit unseren Chancen nachher geschlusert. Ja, das ist richtig. Also zunächst einmal gab es heute eine Marschroute und das war, dass wir einfach unsere Abwehr besser organisieren, aggressiver arbeiten und das war auch der Erfolg in der ersten Halbzeit, dass wir da den Grundstein gelegt haben für diesen Sieg und wenn wir die Bälle hinten erobern, der Torhüter den letzten auch noch abbeißt, sage ich mal, dann können wir eben unser Spiel starten. Was mir heute nicht so gefallen hat, war natürlich dann, wenn wir im Positionsangriff waren, waren unsere Auslösehandlungen einfach zu pomadig, ein bisschen zu lasch und das ist das Manko, was wir heute hatten. Muss aber auch dazu sagen, dass wir heute Spielanteile wirklich zwei jungen Spielerinnen gegeben haben. Einmal auf der linken Außenposition, auf der rechten Außenposition. Das war die Jennifer Kriegsmann und die Stephanie Dube. Und ich finde, die haben die Sache super gemacht. Und dass dann nicht alles gleich ganz so rund läuft, ist dann auch normal. Und wir wollten hier zu Hause uns dementsprechend unserem Publikum auch als Heimmacht präsentieren. Und das ist denen heute gelungen. Auch wenn es heute mal ein Samstag war, die Uhrzeit war die gleiche geblieben, 16.45 Uhr. Sonst heißt es ja hier immer sonntags, immer wieder sonntags, 16.45 Uhr, hier genannt die Hölle. Gut, war heute auch ein bisschen ruhig auf den Rängen oder warst du zufrieden? Ach, ich war zufrieden. Also das ist, die sind immer hinter uns und das ist auch gut so. Gut, dann brauchen wir eigentlich nicht mehr viel sagen. Plus, minus, ganz kurz mal in ein, zwei Worten. Was hat dir ganz besonders gefallen und was hat dir heute gar nicht gefallen? Ja, wie gesagt, also unsere Abwehrarbeit hat mir heute ganz gut gefallen. Also da gibt es schon noch ein paar Verbesserungen. Unser Konterspiel hat mir sehr gut gefallen. Unser Positionsangriff hat mir nicht so gefallen. Lutz, du hast das letzte Wort. Was war bei dir nun ganz, ganz gut und was nur ganz, ganz schlecht? Oder war es heute doch nur schlecht? Überwiegt, dass wir deutlich verloren haben. Das war schlecht. Das Positive raussuchen kann man bestimmt nach ein, zwei Nächten. Heute nach dem Spiel selber ist jetzt sehr schwierig. Ja, es beginnt ja bald das Weihnachtsfest und dann Weihnachtsmarkt und alles. Wir wünschen euch natürlich heute eine gute Heimfahrt. Seid ihr mit Bus hier oder mit Kleinfahrzeugen? Ja, Kleinbus und drei PKWs. Also viel Glück, schneefrei. Mittwoch soll ja Schnee denn hier oben geben. Dann kommt das Thema ja auch wieder. Es gibt ja auch keine Spielausfälle in der kommenden Zeit. Nein, also wir haben nächstes Wochenende, fahren wir nach Angermünde und es ist natürlich auch eine weite Strecke und ich hoffe, es ist dann schneefrei. Gut, das soll es gewesen sein. Danke Lutz, danke Andreas, hier aus der Sporthalle. Wir gucken nochmal hin. 32-22 ist so geblieben nach 60 Minuten. Klares Ergebnis, auch wenn das vielleicht nicht so für den Trainer hier bei den Füchsen Berlin 2 so heute schön war. Aber Andreas darf sich freuen. Man ist weiter auf den Marsch in Richtung Tabellenspitze. Wenn wir das mal so sagen, vorsichtig. Ne? So, tschüss und schönes Wochenende. Tschüss.